Hallo und grüß euch zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf My Plate. Wir sind gerade in Plekkede und hier fährt, oh schön, der Zug gerade ein mit 75 Fahrgästen, macht sogar Gewinn, sehr schön. Ja, der Mika hat es mal natürlich mal wieder geschafft. Ja, er hat Blödsinn gemacht und zwar... Ja, ich stimme die Folge jetzt ein zweites Mal auf, aber zumindest den Beginn, denn ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Ja, so schüsselig wie der Mika-Nummer ist, ne? Und ja, ich habe nämlich angefangen, hier in Plekkede zu bauen, eine Linie zwischen Plekkede und Zerben. War auch schon relativ weit. Weiß gar nicht, so 6-7 Minuten habe ich aufgenommen schon. Und dann sehe ich mit einmal, ich habe ja den Stream Deck und ja, sehe ich, huch, da leuchtet gar nichts rot, weil da muss ein Knöpfchen rot leuchten, damit ich sehe, dass ich aufnehme und da leuchtet nicht rot und nachgeschaut, wie was los ist und sehe da, ich habe nicht aufgenommen, sage ich, schönen Dank auch. Dann ist mir aber dann noch was anderes aufgefallen und zwar, schaut mal hier, wir haben nur noch 118 Millionen. Um Himmels Willen, wie ist denn das passiert? Ganz einfach, wir haben den Fahrzeugersatz hier an und wir haben letztes Jahr für über eine Viertelmilliarde Dollar Fahrzeuge ersetzt. Davor nochmal 140 Millionen und davor 166 Millionen. Also Wahnsinn, das hat uns natürlich die knapp 600 Millionen, die wir hatten, aufgefressen. Problem ist auch, dass wir hier viele, viele Minusstrecken haben, die sehr, sehr viel Minus machen. Angefangen beim Railjet. Ich möchte den aber ungern abgeben. Der ICN, den wir jetzt neu auch drauf haben, macht auch Minus. Da müssen wir nochmal beobachten. Warum, wieso, weshalb, weswegen. Der fährt gerade leer. Der hat 15 und der hat 10 Leute. Wenn die Linie zu schwach ist, müssen wir einfach die Fahrzeuge, die ICNs rausnehmen und andere hin tun. Andere Züge, seid die ganze. Na, das wollte ich doch gar nicht. Dann haben wir Mettendorf Mautitz. Kostet uns auch Geld. 6 Millionen. Eieiei. Dann haben wir hier noch Bischdorf Finningen. Ich glaube einfach, die Züge sind einfach zu groß. Obwohl, hier sind 95 drin, hier sind 75 drin. Kosten aber trotzdem zu viel. Hier wäre sogar mal fast in den Gewinn gekommen. Ich meine, wenn es hier, wie man sieht das sehr schlecht hier, wenn es 230.000 Minus macht, dann ist mir das relativ egal. Das können wir leicht auffangen, aber alle anderen Sachen, ja, wir haben hier wirklich sehr, sehr viele, die hier Minus machen. Da müssen wir bei Gelegenheit mal gucken. Das sind ja hier die Stahlsachen. Das geht auch langsam. Wir müssen ja generell mal später dann auch, machen wir mal kurz Pause, rüber wieder. Wo war denn das? Nee, hier war das nicht. Hier war das. Wie es denn hier mit unserer Warenproduktion aussieht. Und Holz, genauso. Ah, ich sehe gerade. Hier. Hier liegt jede Menge Holz. Oh, 450 Stück. Der ist auch voll hier, mit Sicherheit. Der macht dann auch Gewinn. Sehr schön. Und hier. Ja, okay. Keine Bretter, davon gehe ich aus, dass wir dann hier auch keine Bretter haben. Ah, immerhin 24 noch. Reicht aber nicht. Versuchen wir Bretter anzuliefern. Dadurch, dass wir jetzt zu wenig, jetzt genügend Stahl haben, aber wenig Bretter, haben wir jetzt hier wenig Waren und verkaufen dadurch auch weniger. Das würde bedeuten, wir müssten hier, wo ist es denn schon wieder? Am besten einfach einen zweiten Zug raufsetzen. Wir hatten ja hier diese Ludmilla drauf gehabt. Na komm, nachher. Baum, geh weg. Hier. Die Ludmilla. Die Baureihe 132. Die müssten wir nochmal raufsetzen.
mit den Bungenwagen. Und dann sollte es vielleicht besser klappen. Und dann sollten auch eventuell die LKWs hier ja nicht leer fahren, weil die machen dann auch ein bisschen Minus. Und die können nämlich wie viel schleppen hier? 40. Wir sind ja einige unterwegs auf der kurzen Strecke. Und dann sollte das eigentlich alles wieder so funktionieren, halbwegs. Deswegen, wir nehmen jetzt die 91 Millionen, investieren jetzt nochmal hier. Das Ding ist ja, es können ja keine Fahrzeuge ersetzt werden, wenn kein Geld da ist. Und es wurde ja schon ein Großteil hier ersetzt. Und deswegen, wenn jetzt mal ein Zug jetzt für längere Zeit nicht ersetzt wird, können wir hoffen, dass wir es irgendwie kompensieren können mit unseren Einnahmen irgendwie. Wollen wir mal schauen, wie wir es machen. Ja, es dauert einen Moment, weil ich nehme eine neue Session auf. So, aber da ist es schon. Lokomotiven. Wir nehmen die Diesel. Die BR 132 war das. 131, 132. Kaufen die. Wagen. Güter. Was haben wir gesagt? Oh, die Rungenwagen. Gucken, wo die sind hier. Rungenwagen. Waren das jetzt die hier? Ne, welche waren das? Zug, wo bist du? Da bist du. Die Ross 639. Also ihr nicht. Hier. 639. Die Bischenker. Hier war das. Kaufen auf 245 Meter. Jetzt habe ich natürlich vergessen, hier Holz einzustellen. Ich Eumel. So. Ein zweiter Zug sollte eigentlich völlig ausreichen. Also einen dritten würde ich nicht raufsetzen. Holzkirchlauter. Ich kann mal ganz schnell schauen hier nochmal. Wo ist er denn hier? Wie er denn hier so schön rauskommt. Da ist er. Herrlich. Toll sieht er aus. Gute Reise. Wir kümmern uns jetzt einfach um die Strecke, die ich schon angefangen habe. Machen wir jetzt hier fertig. Ich hatte nämlich hier ein kleines bisschen umgebaut, damit wir hier mit dem Tunnel nochmal so reinkommen, ein bisschen. Und hier noch ein bisschen gebaut. Wir werden Blackett weiter anschließen nach Bertico. Und dann vielleicht sogar eine Zerben-Blackett Vertiko-Strecke machen. Das könnten wir eigentlich machen. Und wir wissen, überall haben wir hier Fahrgäste. Dorf Marienhafen, das ist der IC 2000. Ja, es ist... Ja, ich bin echt geneigt, den Railjet auszutauschen gegen was. Oder die ganze Linie würde ich ja nicht einmal unbedingt... unbedingt einstampfen. Weil wir haben ja einiges transportiert hier. Ne, ich bin verkehrt. Wo bist du? Hier bist du. Ja, okay, dann doch. Ich glaube, das würde sich dann doch lohnen, die einzustampfen, die Linie. Oder irgendwas zu nehmen, was zumindest wesentlich günstiger ist. Das machen wir dann in aller Ruhe. Erstmal werden wir jetzt hier die Strecke fertig machen nach Zerben. Zerben hat noch keinen eigenen Bahnhof. Mal gucken, wo wir den hinsetzen wollen. Wollen wir sogar einen Holzbahnsteig nehmen? Aber der hat bloß 160 Meter Länge. Ein bisschen doof. Die
irgendwo sowas Kleines vielleicht. Ich glaube, den haben wir auch schon, ne? Haben wir denn einen Bahnhof? Dresden Hauptbahnhof, genau. Oder warum nicht einfach nochmal so einen hier? So einen schönen alten. Oder darf es schon wieder ein neuer sein? Oder sowas hier. Ich weiß gar nicht, wie lang die sind. Die haben ja nur eine gewisse Länge. Und da könnte man mit Zerben eigentlich hier so eine kleine... Ja, obwohl die Strecke ist dann doch schon ein bisschen weiter. Nee, da würde ich schon gerne einen vernünftigen Bahnhof nehmen. Oder soll es der Burgstall nochmal sein? Der gefällt mir eigentlich relativ gut. Ich denke, wir nehmen den Burgstall. Brauchen wir ein Durchgangsgleise? Nein, ich denke mal nicht. Komm her, falsche Richtung gedreht. Ich denke aber nicht. Mal gucken, wo wir den hinstellen. Einwohner sind hier. Könnte den höchstens... Ja, wo stellen wir den denn am besten hin? Komm mal her hier. Es kann sein, so wie es aussieht, das ist hier auch... Ja, okay, ich hab's gerade gesehen. Es geht hier so ein bisschen den Berg hoch oder runter. Hoch. Macht sich ein bisschen doof jetzt. Könnten ja ihn doch mit Durchgangsgleisen nehmen. Und dann hier den hier durchfahren lassen. Würde bestimmt noch ganz cool aussehen. Mein Problem ist jetzt aber... Die Höhe, der Höhenunterschied, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt gerade hier. Wir nehmen da mit Durchgangsgleisen, auch mit zweiten Straßenanschluss. Dafür wären wir hier. Wir werden den Bahnhof hier hinsetzen. Und damit Bussen arbeiten. So, da werden wir hier erstmal ein bisschen halbwegs versuchen, gerade zu machen. Naja, gerade ist was anderes, aber... Setzen wir den so hin hier. Wir machen's. Dann können wir hier... Das ist altes Gleis, das ist aus, ja. Setzen den... das gibt, die Aufschüttung gefällt mir ja gar nicht. Ach du Heilige. So. Machen wir den Weiche hier rein, wenn es denn geht. Komm rein hier. So. Gucken, was die Linie macht. Fährt trotzdem so durch. Aber die Ampeln fehlen. Ja, die Ampeln vor allen Dingen. Ja, die Signale.
Also sollte jetzt, genau, haben wir erstmal das. Straße brauchen wir noch. Da können wir so setzen. Und so. Hier werden wir mit dem Mob rangehen. Kleine Abschussrampe hier. Vielleicht ein bisschen so. Und dann mit der mittleren Straße. Wir könnten hier. Können wir hier so. Kommen wir hier so rüber? Sieht das halbwegs? Oh nein, geht's nicht. Frage beantwortet. Nee, andersrum. Geht das? Oh, ich habe hier einen Wollknäuel, warum auch immer. Neben der Tastatur liegen. Geht das auch in kleinen Schritten? So weit? Ja, genau so. Ich sehe das irgendwie ein bisschen geschwungener. Ja, das sieht okay aus. Das gefällt mir. So. Na. Na, dann machen wir das doch so. In der weisen Voraussicht, dass hier noch dann irgendwann Häuser entstehen werden. Gut, jetzt müssen wir noch hier rüber kommen. Wir nehmen das schnelle Gleis. Wir nehmen jetzt mal das da gibt es eine Brücke. Gefällt mir sogar. Ich kann mal laufen lassen zwischendurch. Ah, das sieht ein bisschen zu hoch aus. Dann doch lieber so, ne? Wir nehmen das mal. Müssen nur hier lang. Ein bisschen kürzer vielleicht. Aber wir müssen nämlich noch hier rein. Das heißt, wir machen das hier weg. Naja, okay, es geht. Gucken.
würden hier mit 85 fahren. Ja, das ist okay. So, wir hätten's. Warum habe ich eigentlich hier altes Gleis genommen? Zu spitzer Wing? Was ist denn hier zu spitz? Ja, dann ist es halt altes Gleis. Hier können wir... Wenn es denn geht, aber anscheinend geht es nicht. Eine X-Weiche, jawohl. Gut, dann haben wir es erstmal. Frage ist jetzt nur, das können wir wieder ausschalten hier. Ja, eigentlich. Ach, das gefällt mir nicht. Das sieht irgendwie. Tut mir leid. So. Es gibt wieder eine Brücke. Ja, sieht schon halbwegs zumindest vernünftiger aus. Hier ist es wieder, ja, ich hab's geahnt, ruckelig. Wie ich es hasse. So. Aber nur mit der Straße kriegen wir jetzt ein bisschen Ärger. Da sei das wieder huckelig wird. Ah, scheint zu gehen. Ich würde es sogar so lassen. Wir lassen es so. Signale? Einmal hier. Dann können wir gerne ein Ziel setzen. Oh, können wir sogar einen Block machen. So. Dann ein Ziel. Nächste machen wir hier. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt hier. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was wir raufsetzen werden. Irgendwas Günstiges. Muss es sein? Wird es sein? Hier. Da sind wir ja auch schon wieder hier. Hier haben wir auch keine Weichen. Warum ist denn jetzt hier die Steigung zu groß?
So rum geht's wieder, seltsamerweise. So. Dann kann hier vor der Tunneleinfahrt noch eins hin. Und dann machen wir. Ja, okay. Tunnelausfahrt. So. Wir erstellen jetzt noch die Linie. Zu kaufen und mitfahren machen wir dann in der nächsten Folge. Wieder eine tolle Farbe erwischt hier. Was ist denn das? Hier nehmen wir grün. Grün sieht man, sehr schön. Ich hätte das gerne, glaube ich, in Zerben auf der 2. Ja, so ist mir das lieber. So, das ist dann... Kleckete... Zerben. Das kann hier weg. Ja, dann haben wir es ja erstmal. Fehlt nur noch eigentlich ein Depot. Das müssen wir dann auch noch irgendwie uns zusammenschustern. Hm, sehr schön. Das machen wir aber auch alles dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Und wir verabschieden uns hier mit diesem wunderschönen Zug. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als lasst es euch gut gehen. Macht das Beste aus eurer Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.